Jetzt mal. Ja, ich bin jetzt am Aufnehmen. Ja. Das brauchen wir ja nachher. Genau. Wie bist du? Mann, ich verfolge dich ja schon sehr, sehr, sehr lange. Ja. Noch unter deinem alten Namen Una. Da sind wir, glaube ich, auch sogar über Instagram oder so sind wir, glaube ich, auch befreundet, meine ich. Ja. Facebook weiß ich nicht mal. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, den Weg jetzt alleine zu gehen? Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass ich da rausgewachsen bin aus dem Alten. Und mit meinem Wertesystem hat das ganz viel zu tun, dass ich gemerkt habe, das übereinstimmt nicht mehr und ich kann diesen Erwartungen auch nicht mehr gerecht werden. Da war so eine Sehnsucht bei mir nach der aktuellen Authentizität. Also auch Una war authentisch, aber es war nur eine Facette von mir. Okay. Und jetzt war ich so, wo ich so dachte, ich sehne mich endlich Musik zu machen von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe, weil Una war ja schon eine Figur und ein Feenwesen, was irgendwie auf dem Podest stand und auch von anderen Welten gesungen hat, dass ich einfach die Sehnsucht verspürt habe und ich hatte gar keinen Plan, gar keine Ahnung. Ich hatte nur dieses Gefühl und war so, okay, wie mache ich das? Ich setze mich jetzt einfach mal ans Klavier und schreibe ein paar Songs. Und da war auch noch nicht klar, dass ich den Künstlernamen loslasse. Das war echt ein langer Prozess. Ich habe mir auch in der Retroperspektive dann mal das alles angeschaut und habe auch gemerkt, dass es da, ja, dass da kulturelle Aneignung passiert ist in Videos von mir. Aus dem Kontext gezogen, ich mich geschmückt habe mit anderen Kulturen und das halt einfach auch nicht mehr zu meinem Wertesystem passt. Okay. Du, als Una warst du ja schon sehr erfolgreich, muss man ja so Ja. sagen, ne? Sehr, Ja. sehr erfolgreich. Ich weiß gar nicht, wie viele Preise du insgesamt bekommen hast, aber das waren schon etliche. Ja. Du hast ja mit Una aufgehört, eigentlich mit zwei Songs. Warte mal, jetzt muss ich mich eben kurz verschieben hier auf der anderen Seite. Du hast den Schlussstrich gezogen mit Musik, Musik und Aufhören. Wie meinst du einen Schlussstrich gezogen? Unter Una. Weil, naja, es gab ja mit Una schon ein Best-of-Album. Also es Ja. wär das. Davor gab es noch Was immer es ist, der Song, das eigentlich die erste Single war, die ich veröffentlicht habe, letztes Jahr im Mai. Und die ein bisschen auch, davor habe ich auch noch ein Essay rausgebracht, was mir wichtig war, dass ich die Fans, die Una lieben, auch mitnehme und die abhole und denen auch erkläre und erzähle, was passiert ist über die Zeit, dass das nicht so auf einmal kommt und man sagt, was ist denn jetzt los? Das war mir sehr wichtig und deshalb habe ich auch diesen ersten Song, Was immer es ist, gewählt, weil es mir ganz wichtig war, was passiert ist in diesen 2,5 Jahren, wie ich mich als Frau begreife, welchen Prozess ich erlebt habe. Und der Song ist halt entstanden in meiner Hütte, in diesem ganzen Prozess. Ich habe so eine kleine Gartenhütte und war da ganz viel in Stille verbracht, ganz viel Zeit und habe einfach gemerkt, ich finde das Bild so schön, wenn man sagt, es gibt den Körper, da gibt es ganz viele Räume und dann gibt es da Gefühle, die man tagtäglich nutzt, so, ja, im Alltag, aber dann gibt es da auch so Räume, die man abgeschlossen hat, weil die vielleicht einfach zu schmerzhaft sind. Und so ein Raum hat sich geöffnet in Bezug auf Weiblichkeit und Wildheit und Schuld und Scham. Und ich habe gemerkt, wow, da ist ganz schön viel da. Und das war mir so wichtig, dass in Musik zu verpacken und halt einfach, weil ich habe mich so allein gefühlt in diesem Moment, das weiß ich noch, weil so eine Erfolgsgeschichte loszulassen, worüber ich mich auch jahrelang identifiziert habe und definiert habe, Ja. dann zu sagen, aber ich bin es wert und jeder Mensch ist es wert, seinem Herzen zu folgen, weil das Leben ist einfach nur zum Leben da und mehr ist da nicht so, ja. Ja. Und ich habe halt jahrelang sehr perfektionistisch gearbeitet und immer auf ein Ergebnis hingearbeitet und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte diesen Weg jetzt auch mal feiern und auch Schwäche zeigen, halt greifbarer sein als Mensch und als Künstlerin. Ja, und dieser Song ist entstanden und da war für mich klar, okay, es gibt einen neuen Weg. Unter meinem eigenen Namen, das ist ja jetzt auch kein neuer Name, es war bloß einfach ein Zurückerinnern, wie habe ich angefangen, Musik zu machen, ohne dass es da auch eine höhere Instanz gibt von einem Major-Label oder so, die mir sagen, was gut ist und was schlecht ist. So, das kenne ich halt einfach und das wollte ich nie mehr.
Du hast ja jetzt natürlich eine große Verantwortung. Dein Label ist ja dein eigenes Label, hat ja auch den passenden Namen, Energie. Ja. Diese Verantwortung jetzt ohne Major-Label, die ist ja schon eine sehr, sehr große Verantwortung, muss man ja so sagen. Es ist natürlich ein Major-Label dahinter, ne? Also Telamo, ne, ist dahinter. Es ist aber natürlich eine Freiheit, dadurch, dass ich in dem Kreis stehe und mir Menschen gesucht habe, MitarbeiterInnen, mit denen ich auf ja wertschätzend kommuniziere, wo ich einfach selbst alles in der Hand habe. Das wollte ich auch einfach mal lernen, also das andere Extrem. Und es ist viel Verantwortung, absolut. Aber es ist auch viel Freiheit und das genieße ich sehr. Es ist nicht einfacher, der Weg ist nicht einfacher. Mir wurden auch nicht viele Türen geöffnet in dieser Zeit jetzt, gerade im Medienbereich. Aber deshalb freue ich mich umso so mehr, dass wir heute sprechen, dass du mir da einen Danke. Raum gibst, weil sowas ist natürlich ganz toll, weil ich glaube, dahinter steht nicht nur der Wandel von meiner Musik und die Weiterentwicklung, die stattgefunden hat, sondern auch für mich ist es so ein eine Botschaft, die ich vermitteln will, dass egal wo man ist und man merkt, man ist darin nicht mehr glücklich, zu sagen, okay, dann geht man halt, eine Freundin hat das so schön gesagt, denn du traust dich jedes Mal bei jedem neuen Lebensabschnitt raus aufs offene Meer, ohne zu wissen, wohin es geht. Genauso ist das, dieses Vertrauen zu haben in das Leben und in das Ungewisse, das ist nicht immer einfach, aber es ist das Wunderschönste am Leben. Du hast ja einen Vorteil. Gut, Telamo ist ja kein unbekanntes Häuschen. Ja. Ja. Im Übrigen, wenn beim nächsten Mal bei Telamo bist, kannst du dem Ken liebe Grüße von mir bestellen. Ja, mach ich, mach ich. Ich glaube, ich kenne ihn noch aus Zeiten, da hat er noch bei Ariola gearbeitet. So lange kenne ich ihn. Ah. Seit Ja. 2005, glaube ich, irgendwie. Ja. Seitdem Krass. kenne ich ihn. Und ja gut, du hast natürlich auch die Unterstützung. Mit deutsches Musikfernsehen und. Da kommt ja schon einiges zusammen an Power, ne? Ja, also es kommt drauf an, wenn mir die Tür geöffnet wird, die Chancen, dann freue ich mich sehr. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da eher von deutschem Musikfernsehen erstmal noch so eine Beobachtungsperspektive ist und erstmal schauen, gucken, was sie macht und dann schauen wir mal, ob wir uns damit reingehen. Das verändert sich jetzt gerade und ich habe in diesem Mangel, den ich verspürt habe, weil ich natürlich aus so einer krassen privilegierten Situation kam mit Una, wo ich einfach überall eingeladen wurde, zu merken, okay, dann wandle ich diesen Mangel jetzt mal um und baue mir meine eigenen Plattformen und habe dann halt einen eigenen Podcast kreiert, der Centerhood über Wendepunkte im Leben heißt, wo Okay. ich mir Gästinnen eingeladen habe in meinen persönlichen Rückzugsort, in meine Hütte und mit ihnen über ihre persönlichen Wendepunkte spreche. Und das war eine ganz tolle Arbeit, ein halbes Jahr Arbeit. Ich habe das selbst mit einer Freundin produziert und Okay. geschnitten und gemacht. Und die ganze Staffel ist überall, wo es Podcasts gibt, kann man das jetzt auch hören. Die erste Staffel liegt jetzt hinter uns. Haben wir letzte Woche, glaube ich, die letzte Folge veröffentlicht. Und das war großartig, weil ich gemerkt habe, oh, da ist so viel möglich. Weil ich habe das so in eine Sache gesteckt und habe gar nicht gesehen, was für andere Blumen rumherum eigentlich aufgehen. Wenn man so fokussiert ist auf eine Sache und denkt, ja, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und dann habe ich gemerkt, nee, da geht schon ganz schön viel. Ich muss bloß einfach meinen Blick wieder weiten. Und das war eine richtig schöne Erfahrung. Und da wollen wir das jetzt richtig aufbauen. Wir wollen eine zweite Staffel machen über Wendepunkte im Leben und die auch gemeinsam mit der Community kreieren. Spürst du jetzt mehr Freiheiten bei den Songs, die du jetzt selber schreibst? Ja, total, total. Also es ist halt einfach die purste, aktuellste Version von mir, sind sehr intime und persönliche Geschichten. Und ich selbst darf entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Und im Endeffekt ist ja Musik an sich oder auch Kunst oder egal was, all das ist Geschmack. Es ist Geschmack, ne? Entweder gefällt es einem oder nicht. Und ich merke, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und dass es sich einfach gut anfühlt.
Du weißt schon, dass dein gesamtes neues Album, welches ja heißt, egal wie weit, dass das gesamte Album bei uns in der Rotation drin ist. Ja, echt? Oh, wie toll ist Alles. das denn? Oh, Jeder ihr seid ja der einzelne Hammer. Song. Ach, wie schön. Ja, ich bin immer der Meinung, der Hörer soll entscheiden, Ja. was er von dir hören will. Wir haben ja eine automatische Wunschbox. Also es Ja. läuft jetzt nicht den ganzen Tag Center. Ja. Der gleiche Song kann nur alle 4 Stunden wiederkommen. Geht nicht anders. Ja, okay, verstehe natürlich. Aber voll schön. Ich freue mich sehr darüber. Das ist toll. So, und mir ist aufgefallen, im Gegensatz zu Una, ich glaube sogar, du hast jetzt noch mehr Tiefgang, als was du vorher schon hattest. Finde ich zumindest. Ja, schön, danke schön. Also, ja, du erzählst mehr aus deinem Leben. Ja, voll, absolut. Also Genauso mit ist es. Freundinnen, mit Bekannten und so, ne? Ja, total. Also es sind meine Geschichten und viele Beziehungsgeschichten, Beziehungen an sich, was ich das Schönste finde, aber auch das Komplizierteste zugleich. Und es geht viel um Selbstliebe auch und um Abschiede und Neuanfänge feiern. Es geht darum, seinen Selbstwert zu stärken. Und es hat wirklich viele Aspekte. Ich habe mich halt auch gefragt in diesem Prozess, wo das Album entstanden ist, was ist denn jetzt mein Motor? Früher war mein Motor mit Una, ich würde gern einfach auf der Bühne stehen und Spaß haben. Und der hat sich verändert. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich Mama bin und dass sich natürlich dadurch Prioritäten verändern und auch die Weltanschauung stetig verändert, so für mich als Mama. Und da habe ich gemerkt, dass ich sehr gerne eine Unterstützerin sein möchte mit meiner Musik und zwar in dieser Welt und die Menschen auf ihrem Weg unterstützen möchte, dass sie halt einfach es wert sind, sich zu trauen. Das ist die Essenz eigentlich dieses Albums. Egal wie weit ist der Titelsong meines Albums und der sagt eigentlich schon alles. Vielleicht ist unperfekt perfekt und das der Punkt, worum es geht. Egal wie weit, lass uns einfach los, das Recht herauszunehmen, zu träumen, woran man selbst glaubt. All das sind die Botschaften, die ich gerne raushauen möchte nach diesen intensiven Jahren, die es nicht nur für mich waren, sondern auch für die ganze Welt mit Corona. Und wo ich glaube, dass viele Ängste und Zweifel hochgekommen sind bei vielen Menschen, aber ich auch gemerkt habe, dass ganz viele Menschen unterwegs sind, nicht mehr Dinge zu tun, die nicht mehr gut tun, sondern zu sagen, nee, dann nutze ich mein Leben jetzt, weil es ist einfach endlich und mach das, was ich liebe. Wie wichtig ist für dich das Spirituelle dabei? Ich denke, sehr wichtig, weil Una war auch eine spirituelle Facette oder ist eine spirituelle Facette von mir. Sie hat mich geprägt und das ist immer noch ein Teil von mir. Spiritualität bedeutet für mich ein nach innen schauen. Ja. Und ich denke, das wird ganz klar in den Texten. Ich liebe aber auch Psychologie, Philosophie, Wissenschaft. Also ich ziehe mir von allen Sachen was raus, wo ich merke, okay, das geht in Resonanz mit mir. Und dann lebe ich das. Meine Meinung kann sich aber morgen auch wieder ändern. Viele haben ja das Problem, dass sie sich selber gar nicht mehr lieben, weißt du? Ja. Kommt mir zumindest so vor. Ob das jetzt die Figur ist oder, das sind ja dann tausend Sachen, wo dann jemand sagt, nö, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Ja. Die sich selber gar nicht mehr richtig wertschätzen, finde ich zumindest. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Ich denke, dass das auch schon anfängt in unserem Schulsystem an sich, wo man, was für meiner Meinung veraltet ist, wo alle gleich sein müssen, wo es gar nicht um das Individuum geht, sondern alle gleich und alle müssen das Gleiche lernen, wo das gar nicht so gestärkt wird, der Selbstwert. Und da weiß ich zum Beispiel, wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, hätte ich diesen Berufswunsch oder diese Berufung gar nicht für mich gefunden. So, da würde ich mir zum Beispiel total wünschen, dass sich das erneuert. Und da gibt es ja schon viele andere Formen, von Waldorf bis Montessori Ja. bis weiß ich nicht was. Aber dass diese Regelschule sich auch mal überdenkt, weil im Endeffekt braucht man nicht alles. Man holt sich Leute für gewisse Expertise an seinen Tisch und jeder macht halt seinen Kram und nicht jeder muss alles können. Und da würde das Selbstwert auf jeden Fall
Das würde dem zugute gehen. Du sprichst ja schon mit deiner Musik und vor allem mit deinen Texten vielen Menschen aus der Seele. Oh. Wie wichtig ist dir das? Oh, das ist schön. Ja, also es ist das Wunderschönste zu wissen, Musik zu machen und andere zu berühren und zu inspirieren. Ich habe heute auch so einen tollen Nachricht bekommen, wo jemand mir schrieb, dass du mir aus meiner Seele sprichst. Deshalb ist das gerade so schön, dass du das sagst. Und dass sie mir dankt, dass ich diese Musik teile. Wenn ich sowas lese, dann ist das für mich auch genau der Motor, warum ich das mache. Weil das ist das Wunderschönste über Texte hinaus, weil Musik, glaube ich, berührt ganz, ganz tief. Das sind so Schwingungen, die einfach, die berühren einen oder halt nicht. Und das ist eine Superkraft. Das ist für mich auch eine Superkraft und auch ein politisches Sprachrohr auf allen Ebenen, was ich da zur Verfügung habe und was ich mit Leidenschaft nutze. Also ich weiß ja heute noch, wann ich zum ersten Mal den Ja. ersten Kuss bekommen habe. Das war mit Rod Stewart Sailing. Sehr gut. Geil. Schön, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, so alt bin ich auch noch nicht, ne? Nein, 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 ich bin ein junger Knackiger. Jetzt haben wir, Entschuldigung. Jetzt hast du ja demnächst was vor dir. ja. Da kommt eine Tour. Gibt es da eigentlich noch Karten? Es gibt noch Karten, also wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Bist du auch hier in NRW irgendwo unterwegs? In Köln bin ich. Köln. 25, 25. Ja. genau, 25.04. bin ich in Köln und es ist erstmal eine kleine Rutsche durch Deutschland, wo ich ab dem 20.04. Berlin, dann Hamburg, dann Leipzig, dann Stuttgart und am 25.04. in Köln bin, im Blue Shell. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir proben jetzt diesen Freitag Köln wieder. ist Club Volta. Nee, das haben wir verändert. Es ist jetzt Blue Shell. Genau. Das muss ich hier schnell aufschreiben. Super. Blue Shell. Genau. Und da freue ich mich so sehr drauf. Ich hatte Anfang des Jahres die Möglichkeit, Support für einen anderen Künstler zu spielen. Und da war ich so aufgeregt und dachte, okay, jetzt spiele ich zum allerersten Mal ein paar Songs von meinen neuen Songs. Zum allerersten Mal unter meinem eigenen Namen. Ja. Wer bin ich? Wie fühlt sich das an, diese aktuelle Version auf der Bühne? Ich habe mir auch nichts vorgenommen. Früher bei Una habe ich mir wirklich ganze Texte vorgenommen. Was werde ich sagen auf der Bühne? Und ich war so, nein, ich werde einfach aus dem Bauch heraus schon spüren, was ich sagen werde. Bin auf die Bühne und war geflasht, wie die Leute mitgemacht haben. Und habe ganz hinten meine Tochter auch gesehen, auf den Schultern meines Mannes mit Herzchen. Das Und es hat mich so berührt und es glaube ich hat sich, sofort. ja, es hat sich so gut angefühlt. Und da wusste ich einfach, ich freue mich so auf die Tour, das wird der Hammer. Und jetzt zu spielen, es sind nur noch 3 Wochen. Oh Gott, das ist Ja, so ja. lange. Ja. Also ich gucke mal, dass ich das eventuell am 25.04. Richtung Köln. Da Da würde ich ich mich habe sehr euch ja meine freuen. ganzen Kontaktdaten. Da schreibe ich euch auf jeden Fall mal an, ob ich da. Ich komme leider nicht mit Gerne. Kamera, ich komme da mit Kamera und mache da jede Menge Fotos. Ja, kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Also wenn ihr da noch irgendwie mit dem Radio irgendein Gewinnspiel oder so machen möchtet dafür, ja, könnt ihr sehr gerne machen, ne? Ja, schreibe ich mir auch auf. Schreibt ihr das gerne auf. Das wird super. Ich habe auch ein Ausschreiben gemacht für andere MusikerInnen, wo ich gesagt habe, ich möchte sehr gerne meine Bühne teilen und habe da 70 E-Mails bekommen von anderen KünstlerInnen und die sich beworben haben dafür, habe mir alles durchgelesen, alle Songs angehört und war einfach nur begeistert und habe mich jetzt für zwei Gruppen, Acts, entschieden pro Stadt. Das wird also ein Festivalerlebnis. In Köln wird Tegel da sein und Kira und Leander, die im Vorprogramm spielen. Und Ja. dann komme ich. Und das wird großartig. Also ich bin mir sicher, dass das ein Abend wird, den man nicht so schnell vergisst. Es gibt auch einen kleinen Una-Block, den ich mitnehme, den ich Okay. jetzt im Center-Style umarrangiert habe. Ich spiele mit meiner Handpan. Es wird sehr musikalisch und sicherlich sehr warm und ein sicherer Raum zu fühlen, was man fühlt. Also ich freue mich schon mal drauf. Also das habe ich mir gerade auch aufgeschrieben, dass ich Ja. 20.04. ins Blue Shell reinkommen möchte, wenn ich Sehr darf. gerne.
Ja. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für unser Gespräch. Ja. Ich finde es wirklich klasse. Du bist eine sehr, sehr, sehr offene Person, was mir sehr gefällt. Dankeschön. Alles Glück dieser Welt. Danke. Das Album ist ja schon raus, am 10.3. ja bereits. Ja. Und ich wünsche dir wahnsinnige Verkaufszahlen. Dankeschön. Und ich freue mich ganz dolle, wenn du kommst dann in Köln. Du wirst das Interview heute noch bei mir im Portal sehen Ja. und es wird auch heute noch im YouTube drin sein. Schön, freue ich mich. Ich wünsche Okay. dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib bei deinen tollen Texten mit dem vielen Tiefgang. Ich liebe Dankeschön. Texte. Und ich Oh. hoffe, bis sehr, sehr, sehr bald, spätestens am 25.04. Perfekt. Vielen Dank fürs schöne Gespräch mit dir. Immer wieder gerne. Danke. Bis Ciao, ciao. dann. Schönen Tag. Ja, Tschüss. auch. Ciao.